Hallo, meine liebe Kinder. Heute ich lese für Sie von kleinem Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Es war rund und braun, sah ein bisschen aus wie eine Wurst und das Schlimmste, es landete direkt auf seinem Kopf. So eine Gemeinheit, rief der kleine Maulwurf. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Aber kurzsichtig wie er war, konnte er niemanden mehr entdecken. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Taube, die gerade vorüberflog. Ich? Nein, wieso? Ich mag so, antwortete sie. Und platsch, klatsche ein weißer, feuchter Klecks direkt neben dem kleinen Maulwurf auf dem Boden. Sein rechtes Bein wurde weiß gesprenkelt. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er das Pferd, das auf dem Acker graste. Ich? Nein, wieso? Ich mag so, antwortete es. Und rumpsch-pumpf plupschten fünf große, dicke Pferdäpfel haarscharf am kleinen Maulwurf vorbei. Er war tief beeindruckt. 1, 2, 3, 4, 5. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er den Hasen. Ich? Nein, wieso? Ich mag so, antwortete der. Und ratatatata schossen 15 Hunde Bonchen mit dem kleinen Maulwurf um die Ohren. Er rettete sich mit einem gewagten Sprung. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Ziege, die gerade ein bisschen geträumt hatte. Ich? Bäh! Nein, wieso? Ich mag so, antwortete sie. Und klackidi-klack purzelten eine Menge malzbonbonfarbene Knollen ins Gras, die dem Baumwurf hast schon gefielen. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Kuh, die gerade wiederkäute. Ich? Muh, nein, wieso? Ich mag so, antwortete sie. Und schwuppdiwupp platsche ein großer, braungrüner Fladen knapp neben dem Maulwurf in Gras. War er da froh, dass sie es nicht gewesen war, die ihm auf den Kopf gemacht hatte. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er das Schwein. Ich? Nein, wieso? Ich mag so. Und platschi die Plumpf fiel ein weißes, braunes Häufchen auf die Weise. Der Maulwurf hilft sich die Nase zu. Hast du mir auf den Kopf wollte er gerade wieder fragen, doch als er näher kam, saßen da nur zwei dicke schwarze Fliegen und aßen. Endlich jemand, der mir weiterhelfen kann, dachte der kleine Maulwurf. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Fragte er ganz schnell. Halt! Schon still,
brummten die beiden und dann nach einer Weile. Ganz klar, das war ein Hund. Endlich wusste der kleine Maulwurf, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte. Hans Heinrich, der Metzgershund. Metzgershund. Schnell wie ein Blitz kletterte er auf Hans Heinrichs Hütte und plink landete ein kleines schwarzes Wurschen direkt auf dem Hundekopf. Glücklich und zufrieden verschwand der kleine Maulwurf wieder in die Erde. Kinder, das ist alles für heute. Vielen Dank und bis später. Tschüss.